Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Waxworks. So, ich stehe vor dem verschlossenen Lagerhaus, wo wir jetzt ja glauben, dass wir den Schlüssel dazu haben. Ich bin total aufgeregt. Nach der Beschreibung von dem Wachsfigurenkabinett soll ja irgendwo am Hafen Jack Ripper von einer Frau umgebracht worden sein. Bin ich mal gespannt, wie die gute Mary das hinbekommt. Ob wir da noch irgendwas tun müssen. So, wir werden das jetzt mal aufschließen. Mit dem Schlüssel, den dir der Barmann gegeben hat, schließt du die Tür auf. Okay, Spannung steigt. Wir gehen rein. Ah, das ist dann Mary, oder? Hi. Ja, Molly Parkin. Ah, wir prüfen uns hier zuerst. Sieht sehr nervös aus. Ja, ich bin auch nervös. Wer bist du? Du bist nicht die Polizei, nicht wahr? Nein. Du bist Molly Park. Du musst Molly Parkin sein. Wer hat dir meinen Namen gesagt? Und wie zum Teufel bist du hierher gekommen? Wir haben den Schlüssel vom Barkeeper erhalten. Ich wusste, dass ich ihm nie vertrauen konnte. Doch ich werde mich heute Nacht rächen. Ich werde Jack the Ripper in Stücke schneiden, so wie er es mit anderen gemacht hat. Ja, wir sind hinter dir. Och, müssen wir ihr jetzt wirklich erzählen, dass Jack the Ripper unser Bruder ist? Echt jetzt, Spiel? Okay, Jack the Ripper ist unser Bruder? Dein Bruder? Dieses Monster ist dein Bruder? Ja, man kann sich seine Verwandtschaft nicht aussuchen. Ja, ich habe ein Recht darauf, ihn zu bestrafen. Ja, du musst zuerst eine Chance erhalten. Doch wenn du es nicht schaffst, werde ich ihm das Leben nehmen. Viel Glück. Aber historisch gesehen war sie es doch, oder? Verändern wir jetzt die Geschichte? Oh Mann. Ja, und wo? Wahrscheinlich draußen, ne? Wir greifen mal noch ein paar Erfahrungspunkte ab. Ich weiß nicht, ob uns das dann noch ein Level bringt. Ich weiß auch nicht, ob das einen Unterschied macht. Aber, ja, okay. Lang genug gedrückt, wir gehen mal raus. Soll ja am Hafen passiert sein. Die verräterische Molly schlägt die Tür zu und schließt sie hinter dir ab. Na super. Na super. Und jetzt? Musikwechsel. Mir schwan. Böses. Wir haben keine Waffe. Können wir jetzt Spazierstock, Herrenschwertstock, hallo, ich... Ah, jetzt, Moment, halt, stopp. Nee, Onkel, ich wollte jetzt eigentlich nicht mit dir quatschen. Jetzt haben wir hier diese Dinger da. Hatten wir die vorher schon? Wir haben jetzt gerade keine Zeit für dich, Onkel. Ich habe jetzt... Hallo, Spiel. Ich will... Waffe wechseln. Ah, wir haben irgendwas Messerartiges haben wir in der Hand. Ich klick einfach mal. Wir haben immer noch ein... Kannst du das mit der Tasche mal bitte lassen? Okay, wir haben ihn einmal zumindest gepiekst. Ja, nochmal... Ah, ihr weicht zurück. Es hieß ja auch, dass ihr ins Wasser geschmissen wurde. Ich weiß nicht, mit welcher Waffe wir jetzt gekämpft haben, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das war jetzt dann Wachsfigurenkabinett Nummer 3. Schaka. Aber der Kampf war trotzdem irgendwie verwirrend. Okay. Dann sagen wir mal noch mal kurz unserem Herrn Butler guten Tag. Ja, du bist mal wieder auf Poké-Modus. Dann gehen wir selbst und schauen uns das letzte Wachsfigurenkabinett an.
Chemien mit fleischfressenden Pflanzen, hat zumindest das Handbuch gesagt. Sieht irgendwie auch außerirdisch aus. Der siebte böse Bruder in der Zwillingsfamilie war der unheimliche Priester eines chaotischen Kultes, in dem die Anbetung des Satans und schwarzen Magie praktiziert wurden. Während er sich im Gebet zu dem schrecklichen Herrn befand, erhielt der Bruder das Rezept für eine Zauberformel, die Menschen zu Sklaven des Willens des Bösen macht und ihnen gleichzeitig große Kräfte verleiht als an anderen Menschen. Der wiederholte Gebrauch der Formel wurde nach und nach an den Körper des Bösewichts und seiner Anhänger sichtbar. Sie verwandelten sich immer mehr in schreckliche mutierte Wesen und wurden mit jeder Dosis pflanzenähnlicher. Schließlich zogen sie in der Menschenwelt die Aufmerksamkeit auf sich und sahen sich gezwungen, ihre Operationsbasis in eine beinahe verlassene Mine bei einem arglosen kleinen Dorf zu verlegen. Inzwischen war der Körper des bösen Zwillingsbruders so entstellt und aufgedunsen, dass er nicht mehr gehen konnte und sich gezwungen sah, in einem fauligen Tümpel mit stillstehendem Wasser zu hocken. Dort füttert ihn seine Anhänger mit frischen Opfern. Sie entführten Unschuldige aus dem Dorf, ohne Aufsehen zu erregen, und ihre Machenschaften blieben lange Zeit unbemerkt. Nach und nach wurden zahlreiche Leute zum Schlucken des Trankes gezwungen und dem Willen des bösen Bruders unterworfen. Schließlich reiste ein Sicherheitsinspektor zu der stillgelegten Mine, um einen Bericht zu erstellen, und veranlasste die Zerstörung der Mine. Die Geschichte, wie dies passiert, kennt niemand genau, doch es stellte sich heraus, dass der Inspektor der Zwillingsbruder des chaotischen Priesters, der ursprünglich den Kult gegründet hat, war. Okay, das wird dann unsere Rolle wieder sein, dass wir den Inspektor spielen. Okay, seid ihr bereit? Aber wir wollen jetzt zuerst speichern. Das hat ihr das letzte Mal schon vergessen. So, wir speichern als L-Final. So, dann können wir dort direkt wieder zurück, falls es zu schlimm werden sollte oder was auch immer passiert. So, wir haben gespeichert. Dann gehen wir in eine Mine aus Wachs. Mann, sieht das gruselig aus. Okay, was soll schon schief gehen? Viel. Okay, wir haben Bergmanns Zeugs an. Und der Rückweg ist wahrscheinlich versperrt. Wer bist denn du? Ein zusammengesunkener Mann liegt in der Ecke des Aufzugs. Er scheint schwer verletzt zu sein und ist kaum bei Bewusstsein. Du hast ein Feuerzeug, das brauchst du, glaube ich, nicht mehr, oder? Es scheint gefüllt zu sein. Hast du sonst noch irgendwas für uns? Da hat irgendwas gezuckt. Ein Schraubenzieher. Kleiner Schraubenzieher. Ja, Kumpel, wir leihen uns das einfach mal alles aus. Sonst hat er jetzt erstmal nichts mehr. Wir reden mal mit ihm, falls es noch geht. Ein Arzt. Schnell. Ja, wir sind leider Inspektor, kein Arzt. Wir können zumindest den Schraubenzieher mal als Waffe anziehen. Dann fühlen wir uns sicher. Also hier wird dann auch wieder gekämpft. Das ist einerseits beruhigend, andererseits aber auch, ja. So, wir haben Aufzugsknöpfe. Aufzugsknöpfe sind stark beschädigt. Ja, das sieht nicht mehr so gut aus. Die Aufzugsknöpfe sind stark beschädigt. Ja, das wissen wir. Die kaputten Knöpfe funktionieren nicht mehr. Andi, das ist alles die Aufzugsknöpfe. Ja. Okay. Das alles ist Aufzugsknöpfe. Oh, da ist noch was. Eine chemische Sprühdose. Eine chemische Sprühdose auf Normaldruck mit etwas Fungizid darin. Fungizid ist ja gegen so Antipilzzeugs, was ja auch Sinn macht bei Pflanzen, ne? Können wir die mitnehmen?
die können wir anwenden. Ist das eine Waffe? Nee, ist keine Waffe. Ja, man kann es benutzen. Sorry, ich hätte zwischen den Folgen was trinken sollen. Ich habe jetzt trockenen Hals. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie es mit Jack the Ripper weitergeht. Und die paar Minuten halte ich jetzt auch noch durch. Ich bin tapfer. Das ist auch eine chemische Sprühdose, die man theoretisch anwenden kann. Okay, wir stehen auf Gleisen, was ein Bergwerk hier Sinn macht. Himmel, Herrgott, nochmal. Oh, da kommt was. Dann poken wir mal. Können wir dir einen Arm abpoken? Lass die Zunge drin. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir nicht so wirklich viel Schaden machen an dem Viech. Können wir dir den Schraubenzieher... Nee, wir verlieren ziemlich viel Leben. Vielleicht doch mal das Sprühzeugs da verwenden. So, wir sind ein Level aufgestiegen. Also mit dem Schraubenziehen, das war erbärmlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Ding auch nicht ewig hält. Okay. Wir stiefen immer weiter. Also wir haben jetzt schon ziemlich viele Lebenspunkte verloren. Aber ich werde das wahrscheinlich dann sowieso in der Pause nochmal spielen, falls wir überhaupt so lange überleben. Was ist das? Sieht nicht so aus, als sollte man da durchgehen, oder? Wir versuchen es mal. Sich bewegende Hängepflanzen. Abschneiden. Wenn du dich näherst, greifen die Tentakel nach deinen Armen. Also auch dieses Sprühzeugs. Ja, okay, das hat beeindruckt. Ich hab Angst. Werden wir gleich angefallen oder alles so? Die Wände des Tunnels sind mit seltsamen grünen Hängepflanzen überwuchert. Ja, die ganze Zeit schon Spiel. Da ist was. Eine Glasflasche. Da ist ein Mensch. Die Flasche mitnehmen? Eine zum Schweißen verwendete... Ach, eine Gasflasche. Keine Glasflasche. Aber da stand doch... Da steht Glasflasche. Das ist aber eine Gasflasche. Spiel. Schutzmaske zum Schweißen. Schutzmaske zum Schweißen. Können wir die mitnehmen? Ein Schweißer. Du findest nichts Interessantes. Die erwürgte Leiche eines Schweißers. Können wir die Brille anziehen? Nee, kann man nicht irgendwie explizit anziehen. Als Waffe wird sie auch nicht aufgeführt. Okay, aber wir haben eine. Lag da was? Nee. Boah, mein Herz schlägt bis zum Hals. Ist eine Ebene weitergekommen. Was ist das? Diese merkwürdige Kapsel sieht sehr unfreundlich aus. Abschneiden? Wenn du dich näherst, beginnt die Kapsel zu zittern, als ob sie sich deine Absicht bewusst wäre. Das sind bestimmt alles Ausläufer von diesen mutierten Menschen. Auch sprühen?
Nee, das hat irgendwie nicht beeindruckt. Oder sprühen, wenn wir. Plötzlich ist die Luft mit schädlichen, säuerlichen Dämpfen gefüllt. Deine Lungen brennen, als ob du noch Sauerstoff nach Sauerstoff schnappst. Dann wird alles schwarz. Oh, ich glaube, das war ein sehr ekliger Tod. Ja, wir wollen noch mal spielen. Ja, wir möchten laden. Elfinal. Also daran kommen wir scheinbar noch nicht vorbei. So, dann müssen wir hier noch mal suchen. Das Feuerzeug und den Schraubenzieher. Na, Schraubenzieher. Dankeschön. So, und die das Dings da mitnehmen. Ansonsten hatten wir hier nichts. Okay, dann können wir jetzt dann den ersten Kampf mit diesem komischen Wesen da auch besser machen. Wir ziehen trotzdem mal den Schraubenzieher noch als Waffe an. Man weiß ja nie. So, dann stiefeln wir los und machen diesmal den Kampf mit dem Viech da besser. So, du tot, wir gehen weiter, wir sind aufgestiegen. Dann gehen wir diesmal einen anderen Weg. Dann kann ich den Teil in der Pause nochmal spielen. Was kann man hier noch sterben? Sollen wir auf den Schienen bleiben oder abseits wandern? Gehen wir abseits gucken. Die, ja, mit grünen Hängepflanzen überwuchert. Ja. Halt! Ah ne, wir sind nur wieder aufgestiegen, okay. Ah ne, nee, da ist wieder so ein Kapsel, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Spiel. Ja, diesmal speichern wir dann hinterher. Oh Mann. Ich hab's gesehen. Und zu spät. Oh Mann. Okay, wir kennen das Spiel. Theoretisch müsste man das Ding doch auch irgendwie mit diesem Insektenzeug, nicht Insekten, Pflanzenzeugs da tot kriegen. So, jetzt. Nee, wir speichern, nachdem wir den Feind gemacht haben. Den kriegen wir auch noch hin. So. So, rest in pieces. Wir speichern ab. So. Und dann schreiten wir mutig voran. Dann nehmen wir diesmal den Weg geradeaus und schauen, was dort passiert. Und dann kann ich die übrig gebliebenen Teile dann in der Pause nochmal aufdecken. Und vor allen Dingen Karte zeichnen. Ich glaube nicht, dass es von dem Gebiet einen Stadtplan gibt. Ja, da ist wieder so ein. Ah, hier ist auch so ein Kapselding. Da sollen wir auf jeden Fall wegbleiben. Dann bleiben wir mal auf der Hauptstraße. Da sieht man es erstmal nicht. Wo kam dieser scheiß Wagen her? Ich glaube, wir wurden überfahren. Ja, ich möchte nochmal spielen. Wo kam das Ding jetzt her? Also auf den Schienen bleiben ist auch irgendwo keine Lösung. Also gehen wir zu diesem anderen vor. Nee, da war ja auch eine Kapsel davor. Dann gehen wir hier rein. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, die sind mit Hängepflanzen überwuchert, das wissen wir. Aber das war eine Sackgasse. Dann gehen wir gegenüber rein. Und diesmal nach Kapseln schauen. Und dort nach Möglichkeit wegbleiben.
So, wir sind wieder aufgestiegen. Ist gut zu wissen. Ja, da ist so ein Kapselding. Dann drehen wir mal wieder um. Denn ich weiß noch nicht, wie wir mit den Dingern umgehen. Wir hatten ja schon mal diese Schweißermaske, aber ich glaube, die hilft uns jetzt auch nicht. Den Wagen können wir halt auch umgehen wie einen Stein. So wie wir das in der Pyramide gemacht hatten. Aber da hätte ich halt ein ungutes Gefühl bei. Ah nee, das ist eine Ich wollte Kapsel sagen. Weil die Steine haben mir dann auch als Blockade quasi im Weg gelegen. Und wir starten ja jetzt quasi am Fahrstuhl direkt, ja, am Ende der Schienen. Und, Moment. Da war der Fahrstuhl, genau, weil wenn das hier reinbrettert, dann ist der Fahrstuhl noch kaputter, als er eh schon ist. Da müssen wir uns auch noch irgendwas überlegen. Die Leiche eines Opfers. Was machen wir jetzt? Irgendwie müssen wir den Wagen stoppen oder so. Dann gehen wir nochmal hier Richtung Vorhang. Machen unser Pflanzenvernichtungszeugs. Gehen dann hier mal rechts. Brauche ich nicht irgendwas, mit dem wir den Wagen blockieren können? Da sieht es aus. Ein Pickel! Sehr schön, das gibt eine bessere Waffe. Rostig aussehender Pickel. Nicht sehr vertrauenserweckend, nehmen wir mit. Können wir das als Waffe benutzen? Ja, können wir. Okay. Meine große Sorge ist, dass dieses Insekt... Wieso sage ich immer Insekten? Es geht hier um Pflanzen. Der Valra 2 ging es immer um Insekten. Dass dieses Pflanzenvernichtungsmittel natürlich nicht unendlich reicht. Aber wir sind aufgestiegen und die Orientierung ist dahin. Aber hier sieht es so einsam aus. In 3 Sekunden sind wir wahrscheinlich tot. Uns irgendwas auf den Schädel fällt oder so. Ich weiß schon nicht mehr, wo wir herkamen. Kriegen wir hier Erfahrungspunkte? Nein. Ah, doch, da kamen wir her. 41, hier kriegen wir wieder Erfahrungspunkte. Mann, ist das hier verzweigt. Hier waren wir schon. Dann noch markiert Marsch. Hier gibt es auch keine Erfahrungspunkte. Hier auch nicht. Wieder Pflanzen. Hier gibt es Erfahrungspunkte. Nein. Scheiße. Moment. Halt, stopp. Nein. Du hast da ein Auge übrigens. Ich würde gerne Spiel. Der hat da ein Auge. Das war irgendwie was anderes. Leiche eines Opfers. Oder hätten wir den jetzt umpickeln können? Vielleicht ist das Auge seine Schwachstelle. Das mag ich auch mal probieren. Da ist wieder der weiße Typ, aber der Gegner war das letzte Mal nicht da. Wir nehmen nochmal die Gasflasche und wir nehmen dir die Maske ab. Es gibt weiter... Nee, da ist eine Kapsel. Ich habe sie noch gesehen. Wir gehen in die Pause. Besser ist das, ne? Also, bis gleich.